Herzlich willkommen alle miteinander. Wir beide, wir freuen uns sehr, dass wir uns heute zwei Gäste einladen dürfen. Und zwar den Lorenz. Und die Ida. Und wir erzählen euch heute eine Geschichte. Und das ist eine ganz besondere Geschichte, nämlich eine Geschichte von einer Freundschaft. Und zwar von einer Freundschaft, die man sich so erstmal gar nicht vorstellen kann. Es geht um ein Rabenmädchen und um einen Ochsen. Und das Rabenmädchen ist so froh, dass es endlich einen Freund gefunden hat, und zwar einen ganz besonderen Freund. Einen Freund, wie man ihn sich besser nicht vorstellen kann. Nur ihr Papa sieht das ganz anders. Ihr Papa hat immer gepredigt: Such dir einen Freund, der gleich groß ist wie du, dann kannst du gut mit ihm spielen. Und mit was kommt sie jetzt daher? Mit einem Ochsen, so groß. Und sie ist doch so klein. Wie wird das sein? Wie sollen die beiden zusammen spielen, fragt er sich. Aber der Papa guckt überhaupt nicht genau hin. Der Papa schaut einfach nicht genau hin. Ich sage ihm immer wieder: Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, es passt genau. Genau. Du sagst es ihm so schön und du zeigst es ihm vor allen Dingen, wie das geht, das Hinschauen. Erst mit dem rechten Auge genau hinschauen, richtig hinschauen. Dann mit dem linken Auge genau hinschauen. Und dann sagst du ihm: Mein Freund und ich, das passt genau. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Alleine schaffen wir das nicht. Wir brauchen unbedingt eure Unterstützung. Macht bitte gleich mit. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Ja, was hast du denn alles erzählt über deinen Freund? Dass er sanfte Augen hat, einen strahlenden Blick und ein kuschelweiches Fell. Das hast du ihm alles erzählt und das sieht man doch. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau nur, Papa, freundlich strahlt sein Blick. Schau her, du siehst es gleich. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau nur, Papa, freundlich strahlt sein Blick. Schau her, du siehst es gleich. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau nur, Papa, freundlich strahlt sein Blick. Schau her, du siehst es gleich. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau nur, Papa, freundlich strahlt sein Blick. Schau her, du siehst es gleich. Könnt ihr bitte mitmachen? Wir brauchen dringend Unterstützung. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau nur, Papa, freundlich strahlt sein Blick. Schau her, du siehst es gleich. Und dann hat der Papa auch noch gesagt: Groß und klein, das passt doch gar nicht zusammen. Das hat der Papa gesagt, dass das nicht zusammenpasst? Seltsam. Seltsam. Als ob Freundschaft etwas mit Körpergröße zu tun hätte. Denn ob wir groß sind oder klein, piepegal wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung. Wie fein.
Ob wir groß sind oder klein, piep egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Macht ihr auch gleich mit, denn ihr wisst ja auch, ob wir groß sind oder klein, piep egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, piep egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, piep egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ja, und damit der Papa das auch wirklich richtig verstehen kann, singen wir ihm einfach das Ganze noch einmal. Schau, Papa, Papa, schau, mein Freund und ich, das passt genau. Sieh doch seine sanften Augen und sein Fell so kuschelweich. Schau, nur Papa freundlich strahlt sein Blick, schau her, du siehst es gleich. Ob wir groß sind oder klein, lieb egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Ob wir groß sind oder klein, lieb egal, wird das sein. Denn ein Freund findet immer eine Lösung, wie fein. Und ob er das jetzt wirklich verstanden hat, der Papa, das erfahren wir beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ade. Tschüss. Ade.